Genau, dann können wir, glaube ich, anfangen. Cool, also auf jeden Fall vielen Dank, dass wir die Möglichkeit haben, um das Akkubezin vorzustellen und was zu unseren Projekten, insbesondere zum Bergsport, auch zu erzählen. Ich bin Steffen vom Akkubitz, bin seit der Gründung 2001 als Mitglied im Akkubitz dabei. Und genau, habe mir jetzt so vorgestellt, dass ich eben die Themen, die standen unten schon dran, auf der nächsten Folie, habt ihr nochmal eine kleine Übersicht dazu. Genau, und was zur Vereinsgeschichte und zur Vereinsarbeit kurz erzähle. Dann zu dem Thema Widerstand im Bergsport, was so eine unserer Schwerpunktthemen ist. Die Wanderseminare, die daraus entstanden sind. Und noch sowohl, also einmal unseren digitalen Geschichtsatlas, Gedenkplätze.info vorstelle. Und dann noch das Buch. Genau, und hoffe, ihr habt da Lust dazu und irgendwie Spaß dran und es ist für euch interessant. Und ich weiß nicht, wie ihr das irgendwie bei den vergangenen Runden gehandhabt habt. Ich habe das so verstanden, glaube ich, dass ihr im Anschluss dann nochmal so eine Fragerunde macht. Und das können wir Genau. natürlich irgendwie gerne so, genau, so cool. Das können wir gerne so machen. Und ich hoffe, dass ich dann alle Fragen beantworten kann und habe es versucht, abwechslungsreich zu gestalten. Also dann freue ich mich auf jeden Fall, das vorstellen zu können. Die Vereinsgeschichte beginnt im Grunde auf der nächsten Folie mit so einem Stück Vorgeschichte, um einfach einen Eindruck zu bekommen. Genau, um so einen Eindruck zu bekommen von der Gegend, in dem das Akkubitz aktiv ist, also in der Stadt Pirna, die Kreisstadt, die zum Landkreis, zum früheren Landkreis Sächsisch-Schweiz gehört. Heute heißt der Landkreis Sächsisch-Schweiz-Osterzgebirge. Der ist im Grunde seit der Wende eine Hochburg der rechten Bewegung. Ich habe jetzt hier nochmal, geht jetzt gar nicht darum, ins Detail zu gehen, aber einfach mal, um einen Eindruck davon zu bekommen. Es gab schon die Wikingerjugend, Sachsen-Süd ist gegründet worden, die Kameradschaft Pirna. Es gab so überparteiliche Treffen von DVU, NPD und den Republikanern schon 1995 und dann 1997. Das ganz Wichtige für die Region, die Gründung dieser relativ bekannten Nazi-Kameradschaft Skinhead Sächsische Schweiz, kurz abgekürzt SSS. Und dieser Uwe Leixenring, der 1991 die NPD im Kreis übernommen hat, war im Grunde auch jemand, der sich stark geprägt hat und der auch dafür gesorgt hat, dass die NPD auf Sachsenebene zu einer wichtigen Partei wird und zu einer irgendwie auch gefährlichen Partei geworden ist. Ab 2004 war der parlamentarische Geschäftsführer der NPD-Fraktion im Sächsischen Landtag und hat mindestens gute Verbindungen zu dieser Nazi-Kameradschaft SSS gehabt. Hat auch in den Prozessen gegen die Kameradschaft SSS immer mal wieder auch eine Rolle gespielt. War Fahrschullehrer und ist dann 2006 bei einem Autounfall gestorben und hat damit unfreiwillig auch dafür gesorgt, dass die NPD im Kreis, aber dann eben auch im Land Sachsen an Relevanz verloren hatte. Ihr könnt das bei 1999 sehen, im Grunde ein Jahr, in dem sich kaum Leute oder wenig Leute mit der NPD auf Landesebene beschäftigt haben, war es auf jeden Fall schon so, dass die NPD im Landkreis bei den Wahlen über 10% oder 10% geholt hat. Und was interessant für viele auch ist, dass die NPD zu dem Zeitpunkt die zweitmeisten Firmenspenden aller Parteien gehabt hat. Und zwar hatten die 1999 mehr Firmenspenden als die damalige PDS, SPD, Grüne und FDP zusammen. Also es ist tatsächlich einfach eine Region, die stark von der Szene geprägt ist. Und das hat uns natürlich damals als Jugendliche auch beschäftigt und immer wieder auch zu Konflikten geführt. Genau, ich will aber irgendwie diesen Nazis jetzt auch gar nicht so viel Raum widmen, weil ich soll den Verein vorstellen und ich will die Vereinsarbeit vorstellen. Und es wäre außerdem auch ein eigener Abend, sich irgendwie mit an dieser Nazi-Szene abzuarbeiten. Genau, 2001 ist unser Verein gegründet worden, war am Anfang so ein, ja, Jugendliche haben sich an der Elbe in Pirna getroffen und haben Lust gehabt, was Eigenes zu machen. Und haben dann irgendwie einen Verein gegründet oder eine Initiative gestartet, die seit 2005 gemeinnütziger Jugend- und Kulturverein ist, 2007 dann in Akkubitz umbenannt, hieß vorher Alternatives Jugend- und Kulturzentrum. Mit steigendem Alter der Mitglieder haben wir uns dann für Alternatives Kultur- und Bildungszentrum entschieden. Das, was den Verein in den, also dann tatsächlich auch überregional bekannt gemacht hat, war 2010 die Ablehnung der sogenannten Extremismusklausel im Sächsischen Förderpreis für Demokratie. Er war damals mit 10.000 Euro dotiert, hat sich unser Verein beworben, sozusagen um diesen Preis und hat während des laufenden Prozesses
um diese Auslobung, diese sogenannte Extremismusklausel vorgelegen bekommen. Wir haben die auch anfangs unterschrieben, dann aber an dem Preisabend unsere sozusagen erklärt, dass wir diese Extremismusklausel ablehnen und einen Preis, der mit so einer Klausel versehen ist, auch nicht akzeptieren wollen. Das war im Grunde diese dann später sehr bekannt gewordene Klausel, die im Grunde Demokratieinitiativen verpflichtet, ihre Partnerinnen und Partner zu bespitzeln, auszukundschaften, ob sie sozusagen bei den Ämtern für Verfassungsschutz gelistet sind. Er hat die Arbeit dieser Demokratieinitiativen ganz grundsätzlich unter den Generalverdacht gestellt und hat auch für meine Begriffe oder für unsere Begriffe unterbunden, dass es ein aktives Streiten auch um Menschenrechte gibt, sondern das festgenagelt auf das Grundgesetz oder die FDGO. Genau, das wollten wir damals so nicht akzeptieren und haben dann diesem Protest, haben sich dann 250 Unterstützerinnen angeschlossen, Einzelpersonen und auch Initiativen. Und auch weitere Petitionen dann gefolgt, in denen noch mehr Leute auch auf sozusagen wissenschaftlichen Kontext diskutiert haben. Politisch gab es da aber keine Möglichkeit oder auch die sächsische Landesregierung sowieso nicht, wollte sich darauf einlassen, auch nur in den politischen Diskurs zu treten. Und deswegen haben wir uns dann entschieden, als Verein, als immerhin ein relativ kleiner Verein, ihr habt das ja gelesen, dass alle Vereinsmitglieder ehrenamtlich arbeiten, wir haben keine feste Stelle, sind jetzt aktuell 7 Leute, die als Mitglieder tätig sind im Verein. Und wir haben uns dann entschieden, sozusagen eine Klage vor dem Verwaltungsgericht in Dresden gegen diese Extremismusklausel zu führen und haben im April 2012 in erster Instanz einen Sieg gegen diese Extremismusklausel errungen. Und das hat uns schon irgendwie zumindest eine bundesweite Aufmerksamkeit gebracht. Und das, obwohl das jetzt nicht sozusagen das Zentrale unserer Arbeit ist, schon gar nicht zu klagen. Genau, also das hat uns sozusagen irgendwie ausgemacht und jetzt würde ich näher gerne auf die Vereinsarbeit eingehen, auf der nächsten Folie. Das, was zunächst irgendwie zu uns kam, war die Anfrage auf eine Bildungsreise beziehungsweise auf einen Jugendaustausch. Ich hatte ja gesagt, wir sind ja im Landkreis Sächsische Schweiz aktiv und da gab es von einer polnischen Gemeinde mit dem Namen Walim, gab es den Wunsch, einen Jugendaustausch zu machen. Das war erstmal auf so einer städtepartnerschaftlichen Ebene und es hat sich aber in der Gemeinde niemand gefunden, keine Jugendlichen gefunden, die da mitfahren wollen oder nicht ausreichend Jugendliche gefunden. Und so kam diese Anfrage zu uns und wir haben das damals gemacht, was auch unsere ersten Kontakte oder unsere ersten Berührungspunkte überhaupt geworden sind mit ehemaligen Konzentrationslagern. Wir waren in Auschwitz und im Lager Groß Rosen. Viele von uns haben zum ersten Mal Überlebende des Holocaust getroffen. Und wir haben dann für uns entschieden, dass das ein so wichtiger Impuls gewesen ist, dass wir diese Bildungsfahrten gern als einen Programmpunkt in unserer Vereinsarbeit aufnehmen würden. Und sind dann nach und nach in andere Länder gefahren, waren in Slowenien, in Italien, in Griechenland, und sind dann auch in Spanien gewesen. Und das Interessante war, dass der Guide, der uns in Frankreich, in Spanien begleitet hat, hat uns dann gefragt, ja, wie war das eigentlich in eurer Region im Nationalsozialismus? Und im Grunde mussten wir uns alle angucken, hatten mehr oder weniger gar kein Wissen, wenn überhaupt nur Halbwissen oder irgendwas mal gehört. Und das hat uns schon irgendwie beschäftigt als Verein und deswegen haben wir begonnen auch, also auch gemerkt, dass es uns irgendwie wichtig vorkommt, auch diese Region konkret nochmal anzugucken, uns, also die Region, in der der Verein tätig ist, anzugucken. Und haben uns dann auf die Suche gemacht nach Historikerinnen und Historiker vor Ort oder auch irgendwie nach alter Literatur und begonnen uns im Grunde mit der Region zu beschäftigen. Das war für uns vor allen Dingen deshalb wichtig, weil wir verschiedene Dinge zeigen wollten. Das ist uns sozusagen mehr und mehr bewusst geworden, dass es wichtig ist zu zeigen, dass die Verbrechen im Nationalsozialismus überall vor Ort in den Gemeinden, in den Städten stattgefunden haben und nicht sozusagen die Geschichte des Nationalsozialismus oder der nationalsozialistischen Verbrechen, die Geschichte von Auschwitz, Treblinka und Orten ist, die für viele sehr weit weg sind, sondern es sind viele Sachen passiert direkt in der Stadt, direkt in dem, keine Ahnung, in dem Ort auf der Straße, die die Leute vor Ort eben auch kennen. Zum anderen haben wir mehr und mehr ein Bewusstsein dafür bekommen,
dass hinter den Zahlen, die ja sehr groß sind und sehr, sehr viel sind, hinter der Zahl von Opfern eben konkrete Geschichten von echten Menschen stecken. Und wir als Verein das auch zeigen wollen, sozusagen, das ist nicht ein Ort, an dem es 5000 Häftlinge gab, sondern es ist ein Ort, an dem es 5000 einzelne unterschiedliche Schicksale gegeben hat, die zu konkreten Leuten gehören, die manchmal zu ganzen Familien gehörten. Und das war auch ein wichtiger Impuls. Nicht zuletzt wollten wir aber auch zeigen, dass der Widerstand möglich war, dass es Leute gegeben hat, die in ganz unterschiedlichen Formen Widerstand geleistet haben oder sich sozusagen zu Widerstandsformen bekannt haben, aber dass es eben viel, viel zu wenige Menschen waren, die sich dafür entschieden haben und dass es eben eine Entscheidung war, es zu tun oder zu lassen. Genau, unsere Vereinsarbeit ist dazu mittlerweile jetzt nach 20 Jahren Vereinsgeschichte auch wirklich breiter aufgestellt. Es war uns immer wichtig, sozusagen das Wissen, was wir selber haben, was wir irgendwie entweder selber erforschen, aber auch was wir von anderen bekommen, auch darzustellen, einer größeren Öffentlichkeit darzustellen. Es gibt schon auch einige oder eine ganze Reihe von Büchern, die auch in der DDR publiziert wurden. Aber wir wollten sozusagen ein anderes Vermittlungsangebot auch schaffen. So sind eben auch diese Wanderseminare entstanden, zu denen ich dann später nochmal komme. Aber so ist es im Grunde passiert, dass wir halt an ganz vielen Stellen eine unterschiedliche Arbeit zur Geschichte im Nationalsozialismus versuchen zu leisten oder uns dieser Geschichte widmen. Eben mit Veröffentlichung, mit Stadtplan, mit Ausstellungen, mit der Teilnahme an Gedenkveranstaltungen oder der eigenen Ausrichtung an Gedenkveranstaltungen, mit der Organisation von Stolpersteinverlegungen. Das ist auch, wir haben hier eine Region in der Sächsischen Schweiz, im Osterzgebirge, in der Stolpersteine oder dieses Projekt Stolpersteine im Grunde überhaupt noch keine große Relevanz hat. Ich glaube, wir haben jetzt aktuell 4 Stolpersteine in einem riesigen Landkreis. Genau, wir haben begonnen, Zeitzeuginnen einzuladen, auch Menschen, die eben in Konzentrationslager des Landkreises gewesen sind, und haben eben da, ich glaube, viel Öffentlichkeit hergestellt. Das war uns eben auch wichtig. Und wir haben nach und nach begonnen, das ist jetzt nicht unser Arbeitsschwerpunkt, aber wir haben nach und nach begonnen, auch selber zu recherchieren und selber in Archive zu gehen und dort zu der lokalen Geschichte oder zu lokalen Geschichten zu forschen. Ein, was ich einfach mal so vorstellen will, das werde ich jetzt immer wieder so einfügen, dass es sozusagen auch geschichtliche Themen einfügen, ist die Geschichte des Pädagogen Martin Kretschmer. Die ist im Grunde besonders spannend, weil sie zeitlich überlagert ist zur Ermordung in den sogenannten Euthanasieanstalten, also an Pädagoge, der eine heilpädagogische Einrichtung für Kinder und Jugendliche in der Nähe von Pirna geführt hat, war da sehr stark sozusagen damit beschäftigt, auch Menschen zu schützen in seiner Einrichtung, neben Menschen, die als behindert galten, auch Jüdinnen und Juden in seiner Einrichtung geschützt hat. Und das läuft im Grunde parallel zur Vernichtung von mehr als 14.000 Menschen, wenige Kilometer entfernt, also Luftlinie entfernt in Pirna, über einen Zeitraum von wenigen Monaten ermordet wurden. Zeitgleich gelingt es diesem Mann, etwa 100 Leute in dieser Einrichtung zu betreuen und zu schützen. Im Sommer 41 ist er dann verhaftet worden und im KZ Klinkerberg, einem Außenlager von Sachsenhausen, dann später ermordet wurden. Es ist eine Geschichte, die bisher, sagen bis wir uns auch näher damit beschäftigt haben, relativ unbekannt gewesen ist. Und das, obwohl es das Haus noch gibt, wo es die Einrichtung noch gibt, obwohl es die Gedenkstätte für die Euthanasie-Morde gibt, sozusagen auch als Gedenkstätte. Und das ist zum Beispiel ein Ort, diese alte Villa, in der die Schule bzw. dieses Wohnheim damals gewesen ist. Es ist ein Ort, den wir zum Beispiel auch mit den Wanderseminaren besuchen und zum Beispiel über diese Geschichte erzählen. Und im Mai 2019 ist es auch gelungen, direkt vor diesem Haus einen Stolperstein für Martin Kretschmer da zu verlegen. Genau, also so eine Geschichte, das werde ich jetzt immer mal so machen, um einfach einen Eindruck auch zu kriegen, was für Geschichten erzählen wir bei unseren Wanderseminaren und an was für Orte gehen wir. Genau, aus der Arbeit damit entstand eine Broschüre, das seht ihr da unten rechts. Und das hatte ich ja vorhin auch schon gesagt, dass es uns eben was Wichtiges ist, diese NS-Geschichte auch irgendwie so vielfältig zu zeigen. Das trifft jetzt nicht nur auf NS-Geschichte. Ihr seht unten links zum Beispiel eben auch ein Comic-Projekt, das sich mit rechten Übergriffen beschäftigt. Aber uns ist es wichtig, sozusagen diese Informationen auch einer möglichst breiten Öffentlichkeit zugänglich zu machen.
Genau, ein anderes Thema, mit dem wir uns seit einer längeren Zeit beschäftigen, ist das Thema jüdisches Leben in der Region. Es gab bereits 1997 die erste Veröffentlichung von einem Pirna Historiker, Hugo Jentsch, der auch noch lebt, weit über 90 Jahre ist, der erstmals so ein Buch veröffentlicht hat, Juden in Pirna, hieß das. Und 2003 hat die Vereinigung der Verfolgten des Naziregimes, Bund der Antifaschisten, das Buch Unsere Heimat unterm Hakenkreuz herausgegeben, in dem so erste Ausschnitte auch zum Thema jüdisches Leben in der Region bekannt geworden sind. Und bis heute sozusagen ist es für uns ein Projekt, mit dem wir uns beschäftigen. Wir haben dieses Jahr wieder drei Stadtführungen gemacht, zwei in Pirna, eine in Sebnitz und auch neue Projekte entwickelt, so ein Audio-Walk in der Stadt Sebnitz zu dem Thema. Und ja, es ist halt oft so, dass es Mitglieder des Vereins gibt, die sich für einen ganz bestimmten Schwerpunkt interessieren, in dem Thema Aufarbeitung des Nationalsozialismus oder Bearbeitung des Nationalsozialismus. Und gerade jetzt in den in Corona-Monaten oder Jahren, muss man ja schon sagen, war es sehr stark der Fokus auf jüdischem Leben in Pirna und der Sächsischen Schweiz. Genau, daraus ist eine Ausstellung entstanden, weil es von uns sozusagen auch den Wunsch gab, unabhängig von so Büchern nochmal andere Formen der Vermittlung irgendwie uns zu erarbeiten. Das erste war eben diese Ausstellung zu jüdischem Leben. Das andere ist der Stadtplan, in dem Orte markiert sind in der Pirna Altstadt, zu denen die Leute mit dem Stadtplan dann gehen können und die Geschichte oder zumindest Ausschnitte aus der Geschichte lesen können. Und im letzten Jahr fand dann auch zusammen mit anderen Kooperationspartnern dieses Projekt noch einmal Möchte morgens ich erwachen statt, so eine Spurensuche auf den Spuren jüdischen Lebens in der Stadt Pirna. Genau, die so eine überregionale Bekanntheit hat die Geschichte des jüdischen Zahnarztes Max Tabaschnik erlangt. Der war Häftling, sehr zeitig, 1933 schon Häftling des Konzentrationslager Königstein-Halbestadt. Und nach einer erfolgreichen Flucht hat er dann schon 1934 im Prager Rundfunk seine Erlebnisse im Konzentrationslager erzählt. Und später im Jahr 1934 erschien dann auch im damaligen Karlsbad ein 25-seitiger Bericht in dem Buch Adolf Hitler, deine Opfer klagen an. Und es ist sozusagen ein was Regionales und ein was, wo wir halt sagen können, okay, 1934 waren massenhaft Zeitzeuginnen und Zeitzeugenberichte von Häftlingen verschiedener Konzentrationslager bekannt. Und Menschen in Deutschland konnten, wenn sie das wollten, diese Geschichten lesen, diese Geschichten hören. Und eine Geschichte eben davon, also mindestens eine davon, kommt aus der Sächsischen Schweiz und ist die Geschichte des jüdischen Zahnarztes Max Tabaschnik. Seit diesem Jahr sind wir mit dem Verein in deutlich größere Räume gezogen. Wir haben schon länger Räume in der Pirna Altstadt, immer wieder wechselnde, kleinere Räume. Wir haben als ehrenamtlicher Verein schwer die Möglichkeit gefunden, irgendwie kontinuierlich ein großes Büro zu bezahlen und haben jetzt seit einigen Jahren mit Unterstützung des Polylux-Netzwerkes einfach irgendwie einen Support für die Raummiete und haben uns jetzt im Sommer 2021 dafür entschieden, einfach größere Räume zu beziehen in der Pirna Altstadt, um nochmal sichtbarer zu sein mit unseren Angeboten, aber auch die Möglichkeit zu haben, einfach größere Ausstellungen zu zeigen, größere Vortragsveranstaltungen durchzuführen und auch anderen Initiativen, lokalen Initiativen, die sich gegen Nazis engagieren oder mit Geschichtsarbeit auseinandersetzen, auch unsere Räume zur Verfügung zu stellen. Das ist das eine. Und das zweite ist, dass wir gern auch präsent in der Pirna Altstadt sein wollen, um einfach auch ein sichtbares Zeichen zu setzen, sichtbare Alternative gegen neonazistische Strukturen und oder rechte Populisten auch in Pirna zu setzen. Genau, das sind jetzt gerade irgendwie drei aktuelle Bilder von unserer neuen Anlaufstelle der K2 Kulturkiste, so heißt die. Genau, ich komme jetzt sozusagen zum Thema, was uns eben sehr beschäftigt, was uns prägt, woraus diese Wanderseminare entstanden sind. Das ist das Thema Widerstand im Bergsport oder Widerstand aus dem Bergsportmilieu. Wir haben eben in diesem Zusammenhang, als ich gesagt habe, wir waren sozusagen auf der Suche nach Historikerinnen und Historikern,
die sich mit der Geschichte der Region beschäftigen, sind wir auf den Dresdner Bergsporthistoriker Joachim Schindler aufmerksam geworden, der schon jetzt seit 35 Jahren oder seit über 35 Jahren sich mit der Geschichte des Bergsportwiderstandes und überhaupt mit der Bergsportgeschichte beschäftigt und dabei eben auch auf die Geschichte des Widerstandes aus dem Bergsportmilieu gestoßen ist. Eines ist eben so diese sogenannten Roten Bergsteiger, vielleicht haben das auch einige von euch schon mal gehört, diesen Begriff, zu dem sage ich gleich noch was. Im Grunde beginnt das Ganze mit der Gründung der ersten Ortsgruppe des Touristenvereins, die Naturfreunde, überwiegend als Naturfreunde einfach bekannt. In Dresden ist die gegründet worden, diese Ortsgruppe, und hat nach und nach gewinnen die Naturfreunde einen ganz starken Einfluss in den 20er Jahren noch, irgendwie 1930, in den ersten 30er Jahren noch, und wird so aus meiner Sicht schon eine Massenbewegung im Land Sachsen und auch hier in der Region, im Landkreis Sächsisch-Schweiz-Osterzgebirge. Die Naturfreunde in Sachsen haben etwa 11.000 Mitglieder, was wirklich extrem viel ist, haben 20 eigene Häuser im Land Sachsen und können sozusagen ein großes kulturelles, linkes oder ja, ein linkes Angebot machen. Zum Beispiel gibt es so viele Bilder oder gibt es einige Bilder von der Eröffnung solcher Naturfreunde-Häuser. Das sind zum Teil irgendwie 1000, 2000, 3000 Leute, die zu den Eröffnungen so des Naturfreunde-Hauses gekommen sind. Ihr könnt dann lesen, dass sich in diesem Landesverband der Naturfreunde eine Kletterabteilung gegründet hat, die VKA, Vereinigte Kletterabteilung, als eben ein Bereich, in dem die Naturfreunde aktiv waren. Es gab ja von der Fotogruppe über Esperanto, Sprachvereine, Gesangsabteilungen etc. ganz viele verschiedene Angebote innerhalb der Naturfreunde. Und die Vereinigte Kletterabteilung war ein Zusammenschluss von kletternden Menschen oder von Menschen aus dem Bergsportmilieu, die sich zusammengetan haben. Innerhalb dieser Gruppe kommt es dann zu einem Streit. Die Gruppe wählt nämlich am 15. Januar 1930 Erich Glaser zum Vorsitzenden, Schlanger zum zweiten Vorsitzenden. Sind beides Leute aus dem kommunistischen Milieu kommen, die in der KPD Funktionen haben. Das passt sozusagen der sozialdemokratischen Naturfreunde-Leitung nicht wirklich. Und sie üben sowohl die Gauleitung als auch die Reichsleitung, versucht Druck auf die Vereinigte Kletterabteilung aufzubauen. Die bekommen die Ansagen, die Wahl zurückzuziehen, Erich Glaser abzusetzen. Und die Vereinigte Kletterabteilung weigert sich, das zu tun. Und deswegen erklären die Gauleitung der Naturfreunde die Vereinigte Kletterabteilung im Sommer 1930 als aufgelöst. Diese Gruppe gründet dann selber die Naturfreunde-Opposition, VKA. Und ich sage dann später noch was dazu. Dieser Kreis von Leuten aus der Vereinigten Kletterabteilung sind diejenigen, die dann später als sogenannte Rote Bergsteiger bezeichnet werden. Interessant ist vielleicht sozusagen das untere Bild. Das untere Foto zeigt Frieda Landgraf mit ihrem Partner Kurt Schlosser, ehemalige Chorleiter der Gesangsabteilung. Beide waren Mitglieder der Naturfreunde und der Vereinigten Kletterabteilung und zeigt sie beide bei ihrer Reise 1943 zum Schrankhogel in den Stubaier Alpen. Und das Bild ist ein Ausschnitt davon, aber es ist auch nicht viel größer. Aber irgendwie ein total schönes Bild, trotzdem ein interessantes Bild. 1943, beide sozusagen Leute, die im Widerstand aktiv waren, noch auf so einer Reise. Vermutlich ihre letzte große Tour. Frieda Landgraf wird dann verhaftet und zu 5 Jahren Zuchthaus verurteilt. Kurt Schlosser wird verhaftet und 1944 in Dresden am Münchner Platz ermordet. Genau, diese Bezeichnung Rote Bergsteiger ist im Grunde eine Bezeichnung, die viel später erst für diesen Kreis von Leuten verwendet wird. Und zwar in der DDR, in den Ende der 60er Jahre, entstehen einmal dieser Film Rote Bergsteiger, eine Fernsehserie mit 12 Folgen, überhaupt die erste Fernsehserie, die im DDR-Fernsehen läuft oder gelaufen ist. Und das andere ist ein Jugendroman, Lee und die Roten Bergsteiger. Da tauchen zum ersten Mal diese Begriffe auf. Und es gibt auch in unserem neuen Buch, was ich dann später noch vorstelle, auch so eine irgendwie Begriffskritik,
Denn einmal vermittelt er den Eindruck, seine geschlossene Gruppe, deren Eigenbezeichnung Rote Bergsteiger gewesen sei, was nicht so ist. Zum anderen, ganz unabhängig davon, dass das natürlich auch nicht gegendert ist, obwohl Frauen Bestandteil dieser Aktionsgruppen waren, wird mit dem Begriff Rot und dem Begriff Bergsteiger auch Personen ausgeschlossen, denn nicht alle, die da aktiv waren, waren auch tatsächlich Bergsteiger. Manche waren eben einfach in Anführungsstrichen nur Bergsportfreunde und waren sozusagen begeisterte Wanderer oder Wandererinnen. Genau, also dieser Begriff ist in DDR-Zeiten geprägt von Max Zimmering, einem Dichter oder einem Schriftsteller, der in Pirna geboren wurde, jüdischer Kommunist, dem es 1933 gelingt zu fliehen und der dann erst später nach Beendigung des Zweiten Weltkrieges nach Dresden zurückkommt und beginnt, Berichte aus dem Widerstand oder überhaupt aus der Vereinigten Kletterabteilung zu sammeln und veröffentlicht 1948 seine erste dünne kleine Broschüre mit so Zeitzeuginnenberichten. Später wird daraus sozusagen sein Jugendroman Lee und die Roten Bergsteiger und eben im selben Jahr diese Fernsehserie. Es gäbe aus diesem Bereich Widerstand und Bergsport natürlich noch total viel zu erzählen, auch da. Das könnte ein eigener Vortrag sein, aber ich will ja gleichzeitig auch für unsere Wanderseminare werben. Insofern wäre es jetzt Unsinn, alles zu verraten, was euch erwarten könnte, wenn ihr in die Sächsische Schweiz oder ins Osterzgebirge kommt. Aber eine der interessanten Geschichten beschäftigt sich im Grunde mit diesen beiden Fotos, die ihr hier seht. Das ist die Geschichte der sogenannten Siebenschläferbofe, sozusagen ein kleiner Felsvorsprung, der an dieser Sandsteinpromenade, die ihr da auf dem oberen Bild seht, dort drin liegt. Und zwar ist die Siebenschläferbofe ein Versteck vor einer Einberufung gewesen, eine Einberufung zur Wehrmacht. Am 14.04. haben sich da Franz und Dora Ruge, auch Leute aus dem linken Klettermilieu, zusammen mit ihrem Sohn Hans Ruge versteckt und dessen Cousin Günter Keil, weil sie eben die Jungs vor der Einberufung schützen wollten. Und sind verpflegt worden durch einen Gastwirt eines nahegelegenen Gasthauses, der das mutmaßlich als einzige oder als einer von wenigen wusste, dass die sich da verstecken. Und so konnten sie da eben fast einen Monat in dieser kleinen Bofe ausharren und eben ihre oder die beiden Jungs schützen. Am 8. Mai dann, als sozusagen die Kapitulation, als die Befreiung stattgefunden hat, haben die einen Kletterausflug gemacht und einen nahestehenden Gipfel erst bestiegen und diesem Gipfel den Namen Friedensturm gegeben. Der ist in der Nähe der Bofe, gar nicht weit davon. Sagen, ne? Also diese Geschichte und andere, von denen es zahlreiche gibt, werden auf unseren Wanderseminaren erzählt. Genau, das erste Wanderseminar 2008 stattgefunden, eben mit diesem Bergsporthistoriker Joachim Schindler, den ich schon vorgestellt habe. Wir haben uns zuerst mal ausführlicher mit dem Thema beschäftigt und dann relativ schnell festgelegt, wir haben auch Lust, uns einfach auf die Spuren sozusagen zu begeben, jetzt nicht nur in irgendeiner Kneipe zu sitzen, was auch schön ist, und die Geschichten zu hören, aber schon auch irgendwie dahin zu gehen an die ganz konkreten Orte, an denen Widerstandsaktivitäten stattgefunden haben. Und haben dann sozusagen mit Joachim Schindler diese Touren geplant, waren 2009 auf unserer ersten Tour. Und mittlerweile ist es sowas, was die Vereinsarbeit stark ausmacht. Es gibt ganz viele individuelle Anfragen für Touren sozusagen aus bestimmten Zusammenhängen. Also meistens sind es irgendwie Stiftungen oder Jugendhäuser oder so, die dann mit 20 plus Personen kommen und mit uns gemeinsam quasi eine individuelle Tour machen. Die nennen wir dann widerständige Wege, um es ein Stück abzugrenzen von unserer großen Tour auf den Spuren der Roten Bergsteigerinnen. Und die Gruppengröße sind mittlerweile sehr flexibel, also irgendwas zwischen 10 und 50 Leuten sind es schon immer bei den großen Touren tatsächlich 50. Genau, 2022 findet dann jetzt schon unsere 10. Rote Bergsteiger-Tour statt. Es ist so, dass die immer an einem anderen Ort in der Sächsischen Schweiz bzw. im Osterzgebirge stattfindet. Es auch Personen, die mehrfach zu unseren Touren kommen, immer mal, also immer wieder auch neue Dinge erfahren. Genau, es ist in der Regel, also es ist eigentlich immer so, dass es am Freitagabend beginnt mit einem Einführungsvortrag. Ich habe dann gleich noch so ein Beispiel vom letzten Jahr mit einer etwas größeren Tour am Samstag, größer in Anführungsstrichen, mit einer Abendveranstaltung und am Sonntag nochmal mit einer kleineren Tour durch die Region. In
Diesem Jahr zum Beispiel waren wir in Königstein-Halbestadt in der Herberge, die sich in diesem frühen Konzentrationslager befindet, von dem ich vorhin schon erzählt habe, in dem dieser jüdische Zahnarzt Max Tabaschnik inhaftiert war. Da gibt es schon sehr lange eine Wanderherberge. Und da haben wir uns dieses Jahr eingemietet mit 50 Leuten. Am Abend gab es am Freitagabend einen Einführungsvortrag zu diesem Ort überhaupt und danach ein Gespräch mit dem Sohn oder ja mit dem Angehörigen einer relativ großen Familie, bei der die sieben Brüder im Widerstand in der Region gewesen sind, genauso wie ihre Mutter Elisabeth Morge, eine sehr taffe Frau aus den Erzählungen, die eine wichtige Funktion auch im Widerstand hatte. Genau am nächsten Tag, am Samstag, haben wir eine Wanderung unternommen zu mehreren Plätzen von Konzentrationslagern beziehungsweise zu Orten der Zwangsarbeit. Und am Abend gab es dann noch ein sozusagen Bühnenprogramm von dem Pirna Chor Pirmal. Und am Sonntag dann nochmal eine kleinere Tour auch zu weiteren Orten der Zwangsarbeit. Aber so ist im Grunde immer der Aufbau. Und so wird es auch im kommenden Jahr wieder sein. Da sind wir dann auf dem Zürgestein oder nahe des Zürgesteins in einem ehemaligen Naturfreundehaus. Eins der spannenden Ausflugsziele für Gruppen ist, oder ein Ort, der viele Gruppen interessiert, ist die Burg Hohenstein. Die ist von daher bekannt, weil es einfach eins der allerersten Konzentrationslager im Deutschen Reich gewesen ist. Überhaupt kann man schon sagen, dass es in Sachsen im Verhältnis gesehen auf das Deutsche Reich wohl die meisten frühen Konzentrationslager gegeben hat. Königstein immerhin im März, wenige Tage nach der letzten Reichstagswahl vom 5. März 1933, marschiert die SA auf die Burg ein und nimmt den Burgwart Konrad Hannewald fest, der sozusagen vielleicht sozialdemokratisch orientiert, und leitet diese Burg als Jugendburg mit 800 Betten. Ist eine wichtige Jugendherberge, eine wichtige Herberge auch der linken Bewegung. Und die SA errichtet dort ein Konzentrationslager, was dann später noch ein Stück von der SS weitergeführt wird. Und innerhalb, naja, ein bisschen mehr als einem Jahr sollen über 5000 Häftlinge in Hohenstein gewesen sein. Es gibt mehrere Ermordete, von denen wir gerade auch, also sowohl, wir versuchen gerade sowohl eine Häftlingsliste anzulegen, als auch eine Liste der Ermordeten. Im August 1934 wird das Lager dann aufgelöst. Das Lager hat eine, oder die, dieses ehemalige Konzentrationslager hat eine sehr traurige Geschichte des Erinnerns, eigentlich, wenn man das so will. Zunächst mal wird 1946 ein Gedenkraum eingeweiht mit Ausstellungsstücken, der nach und nach aufgebaut wird zu einem Museum, zu einer relativ großen Ausstellung, die in den 70er, 80er Jahren auch als eine große Ausstellung auf der Burg besucht werden konnte. Im Juli dann die Einweihung, im Juli 61 die Einweihung dieser Gedenksäule vor der Burg. Die seht ihr auf dem oberen Bild, so ein Stück ist es. Kann man es vielleicht erkennen, das ist eine große Sandsteinsäule, auf der so angedeuteter Stacheldraht oben einmal so drumherum geht. Und dann gibt es quasi den Bruch im September, genau da oben vielleicht ein bisschen zu erkennen an dieser Sandsteinsäule, genau da, ja. Es war ein ausgeschriebener Wettbewerb, den ein Künstler gewonnen hat und dann sozusagen diese Säule im Beisein ehemaliger Häftlinge einweihen konnte. Die Anlage war zeitgleich sozusagen Mahn- und Gedenkstätte, also konnte auch als Herberge genutzt werden und hatte aber auch das Museum beinhaltet. Im September wird es dann letztmalig die Ausstellung überarbeitet und dann im Jahr 1996 verschwindet im Grunde diese Ausstellung und weitere Erinnerungstafeln werden abgebaut, sodass wir jetzt einen total unwürdigen Zustand haben, in der es noch irgendwie drei Restvitrinen gibt, die im letzten Kellerraum versteckt im Grunde von keiner Besucherin, keinem Besucher dieser Burg überhaupt gefunden werden oder nur mit hohem Aufwand. Und es gibt nur noch wenige Gedenktafeln, wie die untere, die ihr da seht, mit dem Blumengewinde dran, die auf der Burg zu sehen sind. Viele Erinnerungstafeln sind abgebaut worden. Und deshalb, obwohl einfach diese ganze Geschichte der Burg sehr umfassend und sehr wichtig wäre, um sie auch zu zeigen, als auch so einen lokalen Ort, an dem Verbrechen begangen wurden. Diese Burg Hohenstein befindet sich mitten in der Stadt und zeigt eben auch nochmal, also da konnten keine
1000 Leute versteckt werden auf der Burg. Es gab schon ab Anfang März oder ab Mitte März 1933 das Wissen, dass die Nazis solche Lager einrichten, Leute zur Arbeit zwingen und ermorden. Wir beschäftigen uns sehr ausführlich mit dieser Burg, geben da ziemlich viele Seminare oder Wanderseminare, aber auch Seminare, die ausschließlich auf der Burg stattfinden, um da sozusagen eben unser Erinnerungszeichen zu setzen und auf diese Burg und die Burggeschichte aufmerksam zu machen. Vor kurzem ist es jetzt gelungen, also mit Land und Stadt und auch, finde ich, schon auch Druck von außen, dass es eine Erneuerung dieser Anlage geben wird und dass auch das Museum jetzt endlich auf den Stand gebracht wird, der Geschichte des ehemaligen Konzentrationslagers angemessen sein soll. Dieses ganze Museum soll endlich ausgebaut werden, soll überarbeitet und neu gemacht werden. Und diese Zeit 1933 bis 1945 soll jetzt 30 Quadratmeter, das ist jetzt auch nicht super viel, aber im Verhältnis zu dem, was es im Moment gibt, ist das sozusagen schon auch oder kann es zumindest ein Gewinn sein, wenn diese Ausstellung dann auch in einer Form präsentiert wird, die dem angemessen ist. Abgesehen davon, am 24.01. 23:30 Uhr zeigt das ARD eine neue Dokumentation, die heißt Folterkeller im Wohnquartier. Und da wird es zum Teil um das frühe KZ auf der Burg Hohenstein gehen. Es wird auch der Zustand der Ausstellungen des Museums gezeigt und es werden Angehörige ehemaliger Häftlinge zu Wort kommen. Also ich bin gespannt sozusagen auf den Beitrag. Wir zeigen den dann später im März hier in einem Kino. Genau, ein für uns wichtiges Projekt, in dem wir auch einen starken geschichtlichen Bezug herstellen wollen, ist unser Chor, der 2017 gegründet wurde. Wir sind sozusagen hier auch auf der Suche immer wieder nach regionalen Anknüpfungspunkten. Aktuell ist es irgendwie schwierig, sozusagen den Chor in Pandemiezeiten zu führen. Wir haben deswegen so ein paar Proben nach draußen verlegt, aber auch das ist jetzt im Winter schwierig. Seit 4 Jahren gibt es den Chor jetzt und ja, so ein kleiner Eindruck davon. Auf der Homepage gibt es noch ein Stück mehr. Und auf der nächsten Folie sozusagen auch zwei regionale Beispiele. Das eine ist das Sachsenburglied, wie oben beschrieben, auch die Sachsenburg in Konzentrationslager in der Nähe von Chemnitz, würde ich jetzt mal so grob sagen. Und auf Bitte der Freundinnen dort vor Ort haben wir dieses Sachsenburglied, also ein Lied, was von Häftlingen im KZ Sachsenburg geschrieben wurde, für den Sachsenburger Dialog interpretiert, indem wir das vorstellen sollten. Dann kam allerdings die Pandemie dazwischen und diese Veranstaltung hat so nicht stattgefunden. Aber dieses Sachsenburglied zum Beispiel ist auch im KZ Hohenstein gesungen worden. Denn zu dem Zeitpunkt in 1933, 1934 wurden viele Häftlinge innerhalb dieser beiden Lager hin und her geschickt, hin und her verschoben, sodass eben auch diese Lieder als Bestandteil auch eines Widerstandes oder einen sich nicht abfinden wollen mit dieser Geschichte sozusagen dann auch ins KZ Hohenstein kam und auch den Überlebenswillen von Häftlingen gezeigt hat. Das andere, was wir gefunden haben, ist das sogenannte Lied der Dänen, geschrieben von Rose Skula, einer Jüdin, die in der Nähe von Pirna zusammen mit ihren Söhnen eine große Papierfabrik geführt hat, in der sie auch Kinderferienlager für verarmte jüdische Kinder aus Dresden und Umgebung ausgerichtet hat. Und diese Rose Skula hat in ihrer Gefangenschaft in Theresienstadt mehrere Gedichte geschrieben. Und eins davon ist das sogenannte Lied der Dänen, was sie auf die Melodie des Liedes schreibt, was wir als Ode an die Freude kennen. Und wir haben auch eben bei der Recherche zu dieser Ausstellung Jüdisches Leben in Pirna und der Sächsischen Schweiz ist diese Geschichte der Familie Skula aufgetaucht oder uns bewusst geworden. Wir haben uns dann damit beschäftigt und sind dann zu diesem Lied der Dänen gekommen, was wir jetzt eben auch als Chor interpretieren. Und wir können zumindest lesen, mit 103 Jahren ist sie gestorben, also eine sehr alte Frau geworden. Und es, wie gesagt, hab ich jetzt schon mehrfach gesagt, es ist einfach wichtig, sozusagen diese regionalen Aspekte auch in unsere Vereins- und hier eben in die Chorarbeit einzuführen. Genau diese Vielzahl von Informationen, die wir sammeln, ist im Grunde ja so einfach gar nicht darzustellen, ist logischerweise auch nicht an einem Wanderwochenende darzustellen. Und deswegen haben wir uns irgendwann mal entschieden, eine Homepage zu eröffnen, auf der wir sozusagen auf bestimmte Orte hinweisen.
Bis 2016 war das einfach im Grunde eine Liste mit Orten, die vielleicht noch nach Landkreisen sortiert wurde. Und jetzt mit der Unterstützung des tollen AFEFA e.V., die uns technisch stark supporten, konnten wir sozusagen aus dieser Homepage mit Liste einfach einen digitalen Geschichtsatlas machen. Es war uns halt wichtig, diese Gedenkorte irgendwie A für uns zu bewahren, aber auch für Freundinnen und Interessierte sichtbar zu machen. Und so ist eben dieser Atlas entstanden. Und seitdem wir das mit AFEFA machen, ist uns auch irgendwie nochmal deutlich geworden oder mir deutlich geworden, wie wichtig es eben auch ist, ein gutes Design und irgendwie eine gute Handhabung, gerade bei solchen digitalen Angeboten zu haben, weil es A, die Qualität des Angebotes total steigert, aber weil es auch die Inhalte für zumindest einige Gruppen deutlich interessanter macht. Und ja, genau, so ein kleiner Blick, ihr könnt euch das natürlich irgendwie alles noch genauer angucken, wenn ihr Lust habt oder eben auch nicht. Aber sozusagen so ein Blick auf die Karte, so sieht die jetzt aus. Das ist der Ausschnitt eben so Sächsische Schweiz. Und ihr könnt sehen, dass es verschiedenfarbige Punkte gibt. Und diesen Punkten sind Kategorien zugeordnet, wie eben jetzt jüdisches Leben oder ganz unten links dieser Punkt frühe Konzentrationslager und Haftstätten, auf denen ihr dann eben die Geschichte der Burg Hohenstein beispielsweise finden würdet, wenn ihr euch eben durch diese Punkte scrollt oder in der Suchfunktion nach irgendwas Bestimmten sucht. Und auf der nächsten Folie könnt ihr nochmal sehen, wie das dann aussieht, wenn man so einen Punkt dann lokalisiert hat und den anklickt, tauchen eben in der rechten Homepage oder in der rechten Spalte dann die Geschichte des Ortes auf, Originalfotos aus der Zeit, insofern wir sie haben, oder Berichte von Zeitzeuginnen und Zeitzeugen. Genau, mittlerweile gibt es über 450 Einträge auf der Homepage. Die meisten sind zu den frühen Konzentrationslagern mit etwa, also über 100 Einträge alleine dazu, alleine in Sachsen. Ihr seht oben rechts so diese Sachsenkarte und diese ganzen so bordeaux-roten Punkte sind im Grunde frühe Konzentrationslager und Haftstätten. Wir wollen so ein Mitmachprojekt zur Verfügung stellen, also wollen auch, dass Initiativen, die da Lust drauf haben, in ihrer Region zu Orten zu forschen, zu unterschiedlichen Themen zu forschen, auch sozusagen in dem Gedenkplätze Atlas ihre, also in Anführungsstrichen, ihre Orte oder die Orte ihrer Region veröffentlichen können. Genau, im Moment machen drei Initiativen aktiv beteiligt und andere Initiativen befinden sich gerade in so einer Testphase, wo sie sich selber ausprobieren können und gucken können, ob die Handhabung für sie so in Ordnung ist. Im Moment sind es ausschließlich sächsische Initiativen, die sich beteiligen. Also die sich aktiv beteiligen. Aber wir freuen uns auch auf jeden Fall, wenn das Projekt sozusagen den sächsischen Rahmen verlassen würde. Sozusagen die Chancen oder was uns besonders gefällt an diesem Gedenkplätze-Atlas, ist eben die Möglichkeit, sozusagen relativ schnell neues Wissen sichtbar zu machen. Und was man natürlich bei so Wanderseminaren nicht machen kann, ist einfach so einen Überblick zu schaffen. Also einfach mal auf einer Karte zu zeigen, total krass, es gab über 100 frühe Konzentrationslager und Haftstätten. Und das kann man sozusagen nur auf so einem Bild, nur digital irgendwie wirklich sichtbar machen und so diesen Überblick verschaffen. Wie gesagt, es ist ein Mitmachprojekt, es ist bundesweit nutzbar und es gibt, glaube ich, vielfältige Möglichkeiten noch, von denen wir jetzt noch gar nichts wissen. Man kann Routen eintragen, das gibt es noch nicht so lange. Der Manngang-Tedersporn in Dresden hat zum Beispiel einfach Stadttorn in Dresden als Rundtor eingetragen. Genau, vielleicht so viel zu dem Gedenkplätze-Projekt. Und jetzt springe ich nochmal ein kleines Stück zurück, weil es auch eines unserer vielleicht wichtigen oder besonderen Projekte ist, dass wir uns irgendwann mal entschieden haben, dieses Wissen von Joachim Schindler als den lokalen Experten für diese Bergsportgeschichte auch anzufragen, ob er nicht zusammen mit uns oder mit uns als Herausgeberin ein Buch veröffentlichen will. Das hat er dann zugesagt und 2008 haben wir dieses Buch in einer Auflage von 1000 Stück veröffentlicht, in denen so auszugsweise verschiedene Geschichten einfach aus dem Widerstand, aber auch aus der Verfolgung von Bergsportlerinnen gezeigt wurde. Das ist jetzt seit einigen Jahren vergriffen und wir haben uns immer überlegt, was wir eigentlich mit dem Buch machen, weil wir wollten nicht nur sozusagen jetzt einfach einen Nachdruck, also das Buch nochmal nehmen oder die Datei nochmal nehmen und nochmal irgendwie eine Größe nachdrucken, sondern zwar uns als Verein, aber auch Joachim Schindler als Historiker und als Buchautor wichtig zu sagen, wenn wir das nochmal tun, dann investieren wir einfach auch nochmal alle Zeit und
und schauen, gibt es noch andere Geschichten, gibt es was, was wir überarbeiten müssen, irgendwie gibt es, ja, gibt es einfach Impulse, die wir in der zweiten Auflage noch besser machen können. Und daraus ist jetzt ein neues Buch entstanden. Ich präsentiere das sozusagen, weil es eben gerade sehr neu ist, am 16.12. Seit dem 16.12. ist es kaufbar. Und in dem neuen Buch ist zum Beispiel eine Geschichte, um die es ausführlicher geht. Und die Geschichte von Ilse Frischmann, einer jüdischen Bergsteigerin, die 1920 in Dresden geboren wurde und auch Mitglied der Natur, oder ihr Vater war Mitglied der Naturfreunde bis zu dem Verbot. Und sie ist einfach eine Frau, die vielleicht auch noch nicht so viele kennen, auch nicht aus dem Bergsportmilieu so viele können, wobei Joachim Schenter schon mehrfach zu ihr publiziert hat. Eine Frau, die sehr zeitig begonnen hat mit Klettern und eben auch aufgrund, also sie war halt Jüdin und mit ihr klettern zu gehen, war auch einfach eine Gefahr für viele Leute. Und deswegen zum Beispiel einige schwierige Klettertouren in der Sächsischen Schweiz auch ganz alleine machen musste, weil sie eben keine Partnerin oder Partner finden konnte für ihre Tour. Eins der sozusagen besonderen Sachen ist die Tour im Sommer 1941. Das Foto zeigt sie zusammen mit ihrem Kletterpartner Hans Behre am Totenkürtel, fast 2200 Meter hoher Berg im Wilden Kaiser. Und das ist zum Beispiel eine Tour, wo es schon eine starke Gefahr gab, auch für ihre Partnerinnen und Partner, die mit ihr dort waren. Hans Behre hat sozusagen diese ganze Tour organisiert und alle Anmeldungen in den Häusern, in den Gasthäusern, da wo die übernachten konnten, Bahnkarten und so, hat er alles organisiert, damit sie diese Tour nochmal machen konnte. Am 14. März ist dann ihre letzte Klettertour in der Sächsischen Schweiz nachgewiesen, bevor sie dann ins KZ Auschwitz deportiert wurde. Also Frischmann hat Auschwitz überlebt und kehrte dann später nach Dresden zurück. Ihre Eltern haben den Nationalsozialismus nicht überlebt. Und 2009 ist Ilse Frischmann in Dresden verstorben. Und ihre Geschichte jetzt nur so überblicksmäßig ist eben einem ausführlichen Kapitel im neuen Buch gewidmet. Das war uns wichtig, weil es uns auch wichtig war, die Geschichte von Frauen im Widerstand in der Zeit zu zeigen. Denn die Geschichte von Frauen sind zumindest aus unserer Sicht wurde bisher viel zu wenig Aufmerksamkeit auch in dem Bereich geschenkt. Und es ist nicht das einzige Kapitel über Frauen im Widerstand, was im neuen Buch auftaucht. Und damit jetzt die fast letzte Folie. So sieht das neue Buch aus, also die zweite überarbeitete Auflage mit eben fast 50 Seiten mehr, vielen Abbildungen, diesmal auch ein Personenregister. Und irgendwie, wenn ihr Lust habt, wenn es euch interessiert, könnt ihr mich auch gerne anschreiben. Und ja, damit gibt noch eine Folie. Einen kleinen Dank auch nochmal. Das ist irgendwie uns als Verein besonders wichtig, gerade in einem Verein, der sich in so einer Region mit dieser Vorgeschichte, die ich vorhin dargestellt habe, die ja bis heute reicht. Also viele haben es zum Beispiel ja vielleicht auch gehört, dass jetzt gerade vor wenigen Tagen bei den Corona-Protesten, das ist eine Auseinandersetzung zwischen ja, den rechten Protestierern und der Polizei gegeben hat. Und bei diesen Auseinandersetzungen ist auf Seiten der Corona-Protestler ein Mann festgenommen worden, der Mitarbeiter des Landeskriminalamtes ist. Also es ist total absurd, manchmal auch hier in der Region. Und insofern ist es für uns auch immer wichtig und hat uns auch jetzt über 20 Jahre Vereinsarbeit gehalten, dass es Menschen gibt, die überregional irgendwie auf uns aufmerksam sind, die irgendwie uns auch unterstützen. Und da ist jetzt nicht die Unterstützung irgendwie gemeint mit finanzieller Unterstützung, sondern einfach auch mit, ja, miteinander ins Gespräch kommen, hierher kommen, mit uns wandern gehen oder uns irgendwie anders kontaktieren. Also wir freuen uns darüber und deswegen auch nochmal danke, dass wir heute hier den kleinen Vortrag machen konnten. Vielen Dank an euch für den Vortrag, wirklich sehr informativ. Die Initiativen oder könnten theoretisch auch Einzelpersonen sein, melden sich bei uns, kriegen zunächst erstmal so eine Art, also ich sage jetzt mal Teststatus habe ich es jetzt genannt, das klingt ein bisschen komisch, aber kriegen sozusagen einen Zugang, um sich mal auszuprobieren, um zu gucken, wie funktioniert diese Seite. Und wenn das im Grunde alles passt, dann bekommen die Initiativen oder Vereine dann quasi einen richtigen Zugang und können ihre Beiträge posten. Das machen im Moment, also da kann man das sehen auf der Folie, wo wir gerade waren. Das ist das Eignerhaus in Leipzig, die sozusagen im Raum Leipzig Dinge einbringen. Und das ist der Mahngang Tedersporn aus Dresden, der quasi diese Stadttoren, von denen ich vorhin schon mal erzählt habe,
da in diesen Gedenkplätze Atlas eintragen. Ich hätte tatsächlich auch noch eine Frage. Eure Örtlichkeiten, waren die schon mal Ziel von Übergriffen oder Angriffen seitens der Rechten? Ja, also mehrfach sozusagen in den letzten Jahren. Unsere neuen Räume zum Glück noch nicht, aber die Räume, die wir davor hatten, die sind auch schon irgendwie komplett entglast worden. In früheren Räumlichkeiten gab es auch manchmal irgendwie Nazis, die dann halt immer davor rumgelungert haben, und irgendwie auf eine Auseinandersetzung gewartet haben. Wie gesagt, bei unseren neuen Räumlichkeiten, die wir jetzt seit Sommer haben, ist es zum Glück noch nicht passiert, bis auf eine kleine Schmiererei an der Eingangstür. Aber also lassen wir uns auf jeden Fall davon auch nicht entmutigen und irgendwie auch nicht einschüchtern. Schon mal gleich gar nicht. Genau, das sind unsere Räume und die werden auch in Pirna bleiben. Voll, absolut stabil. Was für uns schon auch irgendwie spannend ist oder was viele Gruppen halt erzählen, ist einfach, dass dieser Mix quasi aus Wandern und irgendwie, ich sage jetzt mal, Geschichte erzählen, vielen Leuten total gut gefällt, weil eben auch viele sagen, okay, wenn wir sozusagen uns mit so einer Geschichte beschäftigen, die ja manchmal auch nicht einfach zu verdauen ist, die für uns manchmal nicht einfach zu erzählen ist, aber die auch nicht einfach anzunehmen ist, dann ist es dann halt einfach ganz cool, mal irgendwie ein paar Kilometer einfach sozusagen durch das Laufen einen freien Kopf zu bekommen, und sozusagen irgendwie auch so an den reellen Orten oder an den konkreten Orten nochmal einfach andere Eindrücke zu bekommen. Es ist natürlich irgendwie klar, dass wenn wir mit einer Gruppe, wie hier auf dem unteren Bild, da zu sehen, sozusagen mit einer Gruppe durch den Wald laufen, laufen wir auf den Spuren der Leute, die auch 1934, 1935 durch den Wald gelaufen sind. Es ist natürlich auch klar, dass es nicht annähernd dasselbe ist. Also, ne, wir bewegen uns zwar auf ihren Wegen, aber es ist sozusagen, wir können vielleicht einzelne Gefühle dafür irgendwie entwickeln. Wie war das sozusagen? Wie ist dieser Wald? Aber es ist eben doch alles lange Zeit her. Und wir wollen nicht so ein, ne, es geht nicht um irgendwie so ein Reenactment. Kram, sondern wir wollen uns einfach an die Orte bewegen, die ja zum großen Teil auch keine Erinnerungsorte sind, weil es keine Gedenk-, keine Informationstafeln, keine Gedenkstelen oder so gibt. Aber wir wollen uns halt auf den Orten als Wege der Erinnerung bewegen und dafür braucht es vielleicht auch nicht immer einen Gedenkplatz oder einen Gedenkort. Das sozusagen zum einen und auf der anderen Seite ist natürlich auch die Sächsische Schweiz und das Osterzgebirge einfach eine landschaftlich schöne Region, in der das Wandern auch tatsächlich Spaß macht. Aber das werde ich hier vielleicht auch den meisten nicht erzählen müssen. Das stimmt. Wir haben auch schon mal was davon gehört, dass Wandern ganz schön ist. Ja, vielen Dank für den Vortrag. Sehr gern.